Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge oder zu einer Folge eines neuen kurzen Let's Plays zum kurz mal testen. Und zwar wurde mir ein Server vorgeschlagen, der aber aktuell offline ist, von Clown11. Und ja, weil er offline ist, hat er mir aber noch einen anderen Server vorgeschlagen. Da werden wir jetzt mal die nächsten, keine Ahnung, wie viele Folgen reinschauen. Wahrscheinlich so 4 Folgen oder so, mal gucken. Weil ich habe mir ein bisschen meine Hand verzerrt. Deswegen muss ich sowieso ein bisschen gucken, wie lange ich überhaupt durchhalte. Von daher. So, ihr seht das Ding natürlich noch nicht. War klar, aber müsstet ihr gleich sehen. Ich muss einfach mal ganz kurz gucken. Wie der Server nochmal hieß. Der Server hieß Miners Land. Miners, da ist er ja. Miners Land ML. Okay, dann gucken wir uns da mal. Achso, ich muss mich erstmal registrieren. So, Adressauflösung. Bin mal gespannt. Okay, der funktioniert. Weil der Server von CloneF, der ist wohl gerade wegen Probleme offline. Aber der Server ist zwar auch von ihm, wird aber nicht bei ihm direkt gehostet, sondern halt bei einem anderen. Und ist dementsprechend davon erstmal unbetroffen. So, warum? Jetzt bin mal gespannt, ob OBS irgendwie mal das Smite-Test-Fenster catcht gleich. Naja. Spätestens, sobald ich im Spiel drin bin, catcht das ja, glaube. Wo sich dann der Fenstertitel ändert. Initialisiere Blöcke. Ah, die andere vom Blöcke initialisieren. So, aha. Und schon sind wir da. Hello and welcome to Miner's Land. First of all, I will introduce you to the most important staff members. It's me. The Administrator, and my name is CloneF, in-game and in Discord. We are actually searching for new moderators, in-game and in Discord. Some important comments if, for in-game, slash news, to read the windows with the rules again. By news? Okay. Set home kennen wir, home spawn kennen wir alles. Lalalala. Some important rules. Griefing is not allowed. Dating is not allowed. Oh. Swearing or saying bad names is not allowed. Spamming is not allowed. Hacking is not allowed. Abusing the commands is not allowed. Please keep distance between the buildings is not was at least 8 blocks. Protect the buildings. This isn't a rule. Warum ist das hier semi-rules? Interessant. Don't ask for press. Darf ich Fly haben? Don't ask us, Moderator, lalala, also diese Standarddinger, ne? Discord-Server, okay, mein Test-Server, Builders Kingdom, Miners. Genau, das ist das, wo ich eigentlich drauf wollte. Also, was mir empfohlen hat, der Server. Der ist aber gerade aktuell down. Und deswegen spielen wir jetzt gerade halt auf dem hier. Ja, okay, das klingt ja gut. Station. Oh mein Gott, ich bin völlig überfordert. Was sind wir hier gerade? Discord. Ein Apfel. Ah. Was haben wir eigentlich alles? Wir haben ein bisschen Stein. Oh, ah, ja, okay. Und wir haben ein sehr breites Inventar. Also eine sehr breite Quickleiste, wodurch das hier nicht mehr so mit dem Ding hier passt. Na, ist ja. Egal, bleibt so. Sind nur 4 Folgen oder so. Oder 6 Folgen oder 8 Folgen. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Aber ich versuche mal eher so Richtung 4 zu gehen. Wir haben also gar nichts zum Essen. Aha. Griefing, dating, spamming, hacking, abusing commands. Please protect. Okay, davon, das Ding hier zu abusen, steht nichts drin.
Na, ich würde gerne Autoclicker benutzen, aber das wäre dann wieder Hacking. Na, von daher nehme ich mal meine Hand. Ja. Okay, komm. So, eine Reihe haben wir voll. Das sieht doch gut aus. I don't know. Gut. Hä? Oh mein Gott. Ich meine, gut, man sieht, dass die Schrift nicht gespiegelt ist und dass der Apfel nicht gespiegelt ist. Obwohl sie sogar daran geachtet haben, den Apfel hier unten auf die untere Reihe zu setzen. Aber ansonsten sieht es schon echt interessant aus. Und sogar das ATM-Ding haben sie gedreht. Offen gedreht natürlich falsch ist, man müsste jetzt eigentlich spiegeln. Ne, das A müsste ja trotzdem hier links sein und nicht rechts. Also das Ding, ne? Aber das sowas geht halt in meinem Test nicht. Von daher. Aber interessant. Da haben sie erstmal so einen super spiegelnden Boden gemacht. Also ist ja hier 100% spiegeln. Man kann doch auch, also ich weiß nicht, ob diese Blöcke hier drin haben, aber es gibt doch auch. Oh, ich sehe gerade, by the way. Warte mal kurz, ich muss mal hier kurz mein Composite-Ding aktivieren. Nein, kein Screenshot. Composite-Ding. Ich werde nochmal dieses Composite-Ding aktivieren. Warte mal kurz. Kompo. Ich habe mich hier gerade in-game ganz schön das Steering bei OBS. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Composite gerade nicht aktiv ist. Ich habe es nämlich aus privaten Gründen deaktiviert gehabt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo war denn das? Einstellungen. Kursbefehle. Alt, Umschalt, F12. Alt, Umschalt, F12. Ah! Alt war's, okay. So, jetzt haben wir wieder Compositing aktiv. Genau. Jetzt sollte auch kein Teaming mehr sein. Ja, jetzt ist auch das Teaming weg. Sehr geil. Okay. Dann haben wir das auch mal geklärt. Nee, was ich sagen wollte, es gibt ja bei Minecraft, bei Minetest, diese Blöcke, also diese Milchglasblöcke. Da hätte man die hier erstmal als Boden machen können und dann darunter den Flur bauen können. Dann hätte es so ausgesehen, wie als wenn das zwar so ein glatter Boden wäre, der spiegelt. Es hat aber halt nicht 100% gespiegelt, sondern halt nur so die anderen Prozente. I don't know. Spawn ML. Spawn my life. Okay. Oh. Kupferblöcke als Dach. Okay, kann man machen. Nichts, was ich jetzt machen würde, weil das natürlich sehr blöckig aussieht, damit die Dinger nicht zuschneiden kann. Aber hier sieht man ja da, so normalerweise und so. Was ist das denn hier? Minecraft! Microsoft. Toll. Sieht ja aus wie eine Klapsmühle. Oh, also. Kann er nicht zwei hochspringen. Bin er hier nicht mehr bei 7 Days to Die. Okay. Ist das die neue Filmzentrale von Microsoft, ja? Oh, rennen kann man ja auch. Okay. Aha. Und das Haus sieht doch schon mal ganz süß aus. Oh, welcome. Welcome to my crib. Oh, so baut hier sogar Steckdosen. Die Tasse ist aber sehr groß. Lol. Da wird er ja als ich von satt. Cool. Backeis hat das Spiel verlassen. Oha. Ah, Laptop. Kann man die benutzen? Ja, Basic. Cool. Wip.
10 print hello. Wie Syntax Error. Es gibt leider sehr viele Dialekte von Basic. Man, das macht er nicht. Das ist ja traurig. Schade. Ist ja sad. Please don't. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man das hier bedienen kann, aber scheinbar nicht. Kann man gar nichts bedienen. Hey, runter mit dir. So. Das ist halt das Problem, wenn man mehrere Spiele spielt und jedes Spiel macht das Klettern anders. Bei manchen musst du zum Runterklettern von Treppen, von Leitern halt die eine Klettertaste drücken, so wie hier, mein Test. Und bei anderen Spielen, da musst du quasi runtergucken, wie ist der von der da? Und hier Schatten. Ein ganz schöner Schatten. Holy moly. Hier bauen wir unser Haus. Aber darum sehe ich gar nichts. Gibt es da noch mehr? Unbegrenzte Sicht? 300, 400? Na nee. Mehr scheint der Server gar nicht zu senden. Schade. Okay. Gut, hier ist ein bisschen sehr interessant. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Doin. Ey, lass mich rüber. Diese Straße ist zu hoch. Sie ist nicht sehr, wow. Wie sagt man? Behindertengerecht? Da gibt es doch ein Wort für. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Okay, keine Ahnung. Sehr interessant. Ich dachte erst, es ist ein Leuchtturm oder also soll irgendein Turm darstellen. Aber. Dann wusste ich aber doch nicht. Und hier ist eine richtige Brücke. Irgendwas klettert in meiner Nase. Was ist denn los? Sag mal, einmal Nackheim. Da kann man doch keine Aufnahmen machen. Okay, also der Spawnbereich ist tatsächlich doch überschaubar. Ja, dieses klassische Baustil mag ich tatsächlich sehr. Sieht sehr interessant aus. Und eine Kirsche haben wir auch. Eine sehr interessante Eingangsgestaltung. Magierbuch. War nicht die Christen damals die, die Magier verteufelt haben? Und jetzt sind sie selbst die Magier? Verstehe. Zaubertisch, ja, nee. Avada Kedavra. Oder wie man es eher sagen würde, Avada dein Kadaver. Ja, okay, gut. Das heißt, dann haben wir das Bombenbereich schon mal durch. Dann gucken wir mal, wo wir am dümmsten hingehen. Wir folgen einfach mal hier dieser Straße. Carshop. Ah, Carshopping. Yeah. Ist das hier eine Garage? Das sieht doch original aus wie eine Garage. Boing. Wow, ein Apple Store haben sie auch. Digga, ist ja hier voll die Firmenschlampe. Microsoft, Apple. Ah. Was wäre denn mal mit Ubuntu oder Red Hat, hä? Oder OpenSUSE hier. Mal ein paar namhafte Firmen. Mal ein paar Firmen, die jeder kennt, so. Hä? Und das sieht nicht aus wie Apple Computer. Also gucken wir uns mal die für Anschlüsse. Okay, die haben noch serielle Anschlüsse. Das ist natürlich sehr schlecht. Da ist einmal Laden, einmal USB. Da unten kann man nicht erkennen. Da haben sie da einmal I don't know. Die haben nicht mal ein Netzteil drin. Obwohl auch noch das Netzteil.
Also ich glaube nicht, dass das hier oder so ist. Das soll Apple sein. Nee, du. Aus mit dir. Wir müssen Strom sparen in Berlin. Gibt es jetzt sogar schon 3D-Drucker. Sind die neu? Schade, kann man nicht einschalten. Sad. Es gibt ja mittlerweile so eine Mod. Oh, was ist das denn hier? Ui, was ist das? Achso, so ein Mini-3D-Drucker. Oh, wie süß. Es gibt ja mittlerweile auch so eine Mod, da kann man quasi. Da hat man so einen echten Block, also einen echten. Wie sagt man? Also so 16x16er Bereich. Nicht Biom. Gott, wie heißt denn das? Also halt so ein 16x16er Blockbereich, warum das Ding nochmal heißt. Chunk, genau. So einen echten, so einen richtigen Chunk. Und da kann man irgendwie so einen Block setzen. Ja, so einen vollen Block. Und dieser Block repräsentiert dann vom Aussehen her diesen Chunk. Das heißt, der Chunk wird dann halt 16 auf 16 geschrumpft und wird dann quasi als ein Block dargestellt, den man dann platzieren kann. So ähnlich wie man von Minecraft diese Maps kennt, ne? Wo man halt eine Map bauen kann und dann im echten halt ein großes Bild baut und das dann auf der Map als Bild dargestellt wird, wo man dann ja sehr coole Bilder machen kann, wo man halt komplett frei ist. Und das gleiche gibt es halt auch für Mod. Für 3D-Objekte. Ja, da kann man also quasi dreidimensionales Gebilde bauen, halt einen Chunk, und den dann kleinskaliert als Block benutzen. Ist schon ganz cool, was man da mittlerweile alles für Ideen machen kann. Das ist ein Stifler. Okay. Und hier hinten schon Descent. Und wie wir sehen, es wird hier dieser komische. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Isawheel? Nein. Ist nicht Isawheel. Oh, das ist ein Monster. Und wir haben kein Schwert. Dann brauchen wir erstmal ein bisschen Stein, um uns ein Schwert zu bauen. Auf jeden Fall hier dieser Map-Gen, wo ich auch einen Server von habe. Mal gucken, ob wir das Viech besiegen können. Ist ja schon weg, ne? Mal gucken, ob er despawned ist. Ach ja, wir hatten ja bereits Stein. Lol. Also wir brauchen das Holz. Aber hier gibt es also. Wow! Ach, das ist ja direkt bei mir hier. Na, interessant. So, ein bisschen Holz hier. Gibt es hier noch mehr tote Bäume? Ach, da hinten. Ja. Hoffentlich despawnt der Typ nicht. Wobei ich nicht glaube, dass das der ist, den wir hier von hier gerade gesehen haben, sondern ich glaube, die spawnen hier halt öfters mal. Woodcutting Mod hat er auch nicht installiert. Sad. Sehr, sehr sad. So. Ach ja, also aus dem kann man ja eigentlich gar kein Stöcker bauen. Ah, verdammt. Voll vergessen. Da kriege ich ja nur Braunkohle raus. Ah, sad life. Das war sehr interessant. So, das Wichtige ist bei Bäumen immer nur den untersten Stamm abbauen, damit es halt schon hässlich aussieht, wenn man den Server verlässt und dann alle anderen können sich ja dann dreiweise drum kümmern. Das ist dann wieder so, hier mal die untersten Beine abbauen, oder dass man denkt so, ja, schön, danke dafür. Ne, kennt man ja so. So fällt man sich auf dem Server. Ja. Ey, komm ran. Komm ran ein paar Meter hier. Wann geht die Zeit eigentlich? Ah, doch, doch, ja, doch, 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 der Mond bewegt sich gerade. War gerade ein bisschen irritiert, weil er gerade zufällig so hoch am Himmel stand. Dachte ich, ist einfach dauerhaft 0 Uhr oder so. So, Saplings, nehmen wir auch ein paar mit, kann nicht schaden. Haben wir mal mit wenigstens ein paar, falls wir ein paar Bäume bauen wollen. Ich weiß zwar nicht, ob wir die Bäume bauen wollen, aber solange wir noch keine anderen Bäume gefunden haben in der Nähe bei uns hier so, würde ich mal sagen, let's go.
Ey, herkommen, herkommen, herkommen. Sag mal, das ist doch hier Betrug. Doink. Wow. Oh, ist ein kleiner Baum hier. So. Dann können wir jetzt hieraus mal ein bisschen was basteln. Und zwar einmal Holz und einmal Stöcker. Das hier brauchen wir. Jetzt haben wir immerhin ein Holzschwert. Ist nicht das Beste, aber reicht aus. Hoffe ich. Wir werden sehen. So, was ist denn jetzt der Typ hier? Ich glaube, das ist schon die Spawn, ne? Das hätte uns auch schon längst angegriffen hier. Ach, da ist er. Da ist er. Hallo. Ein Schlag? Are you sure about that? Oder waren wir schon angeschlagen? Nee, von was denn? Wir sind ja gerade erst gespawnt in dieser Welt. Naja, das muss ich. Also da will ich jetzt nur Wonsch. Das geht ja mal gar nicht. Also, ich bin da. Ich will also einiges, aber nicht das. Das ist ja. Also, da. Das geht ja. Nee, du. Das geht ja gar nicht. Das ist ja. Das heißt, wir müssen echt beim Fernangriff bleiben. Und hoffen, dass er uns. Nicht wieder wegzwiebelt. Oh, ein Bananenbaum. Warum ist er mitten in der Walachei? So, wo war der Typ jetzt? Ey, von der Revanche. Komm mal her, du Arsch. Wo war die Schlucht? Hier war die Schlucht. Heißt, hier in der Nähe muss es gewesen sein. Ist er noch da? Sieht nicht so aus. Na gut. Schade. Ihr kennt ihn ja besiegt, ne? Aber. Der Feigling ist ja abgehauen. Weil er wusste, was für eine übermenschliche Kraft wir haben. Oh, Mann. Gut, ich meine, wir haben jetzt Milliarden von Äpfeln. Da brauchen wir nicht wirklich noch Bananen, aber Bananenbäume wären ganz geil, weil die Äpfel sind irgendwann weg. Wobei, wenn die Äpfel weg sind, können wir uns beim Spawn ja. Neun den ganzen Arsch voll holen. Was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Was soll das darstellen? Aliensand? Ah, okay. Ach du Scheiß, die waren dann. Ein Alien. Ja, das sind ja solche Sachen, die ihr auf meinem Server wahrscheinlich nie finden werdet, weil mir das einfach mal zu abgespaced ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ah, okay. Also aus dem Discord kann ich mal gar nichts machen. Aber es gibt wahrscheinlich irgendwelche Ingots, die man finden kann. What the fuck, Alter? Gut, wir packen das einfach mal wieder zurück und tun so, als wenn wir nie hier gewesen wären. Denn das Zeug, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Hier ist auch so ein Zeug. Da ist ein ganzes Biom halt. Alter Schwede, ey. Ist das ein Update von dem Mapchen oder ist es etwas, was er selbst gemacht hat? Also hier der Server. Betreiber. Oh, ist ja noch einer. Bin mal gespannt. Also wir haben volles Leben. Kriegen wir den überhaupt irgendwas abgezogen? Ich kann mir hauen. Oh, Alter. Okay. Der tut uns das halt wirklich hart weg. Wir bräuchten also eine Rüstung. Das Problem ist, woher? Oh, da gibt's Züge. Ne? Wie kann man hier einsteigen? Gibt's den Bahnhof? Wow, hier gibt's ja Gleise.
freie Bahn mit Marzipan. Hup, 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 hup. Ich bin ein ICE. Also ich fahre einfach mal überall all die an den ganzen roten Signalen vorbei, so, weil ich bin Sonderzug, ich darf das. Ich will mich mal hart interessieren, ob das hier nur eine große Schleife ist oder ob die jetzt ein richtiges Streckennetz gemacht haben. Aber hier geht es auch wieder nach rechts. Ich glaube, das ist wirklich bloß eine Schleife. Oh, ich will sogar noch was. Na gut. Wie es weitergeht, also das erklärt zumindest auch, warum der Zug die ganze Zeit gestanden hat. Ja, und wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge bei Super RTL. Ja, bis dann.